Das Licht am Ende des Tunnels ist heller geworden seit heute. Es ist natürlich toll, dass jetzt noch in diesem Jahr, etwa 10 Monate nach Ausbruch der Pandemie in der Region, geimpft werden kann. Das hätte vor 10 Monaten Mitte März keiner gesagt. Insofern ist das natürlich zum Jahresende, kurz nach Weihnachten, vor dem neuen Jahr, ein Hoffnungszeichen. Wir gehen jetzt in die Heime mit den mobilen Impftrupps und schützen die Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch das Personal. Und insofern sind wir froh, dass wir heute im Küper-Menke-Stift die ersten über 100 Impfungen durchführen konnten. Völlig harmlos. Und wenn das so ruhig bleibt jetzt, ich bin mal optimistisch, dann ist es ein Klacks gewesen. Ich habe den Pieks nicht gemerkt. Ich habe hinterher gefragt, als die Spritze so weit drin war, wann geht's denn los? Und also daran können Sie schon merken, man fällt nicht aus dem Pantinen dabei. Aber wenn es einen Impfstoff gibt, das war ja lange nicht da, klar, und es war auch nicht deutlich, ob ich das noch erleben würde. 20, 30 Jahre wurde ja gesagt, braucht man für einen Impfstoff. Und seitdem das realistisch ist, war völlig selbstverständlich, dass ich mich impfen lassen würde. Einmal um mich selbst zu schützen, aber natürlich auch um andere zu schützen. Wahrscheinlich schon im Januar, wenn die Impfdosen so zugeteilt werden, und das Land Niedersachsen hat auch noch genügend Impfdosen, die zugeteilt werden können, die im ganzen Land jetzt verteilt werden, dass wir auch im Impfzentrum wahrscheinlich schon im Januar dann anfangen können. Man muss ja wissen, wir haben 170.000 Einwohnerinnen und Einwohner hier, und da kann man sich leicht ausrechnen, auch wenn man mal die ganz Jüngsten rausnimmt, dass 120.000, 150.000 Einwohner und Einwohner auf jeden Fall impffähig sein sollten, und man spricht ja davon, dass 60-70% geimpft werden müssen, damit das Virus keine Chance hat, sich weiter zu verbreiten. Ich hoffe, dass alle so vernünftig sind und merken, wir kommen nur zur relativen Normalität zurück, wenn wir möglichst schnell viele, viele Menschen impfen. Ich würde es sofort tun, wenn ich an der Reihe bin, kann nur jedem empfehlen. Das ist wichtig für einen selber, sich zu schützen, damit man nicht infiziert wird, aber auch für die Gesellschaft, damit wir baldmöglichst wieder zur Normalität zurückkehren können. Aber es wird noch Wochen und Monate dauern. Insofern ist damit keine Entwarnung, aber es ist der erste Schritt.